Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, fassen wir es halt nochmal und hauen uns da dagegen. Und wir erhalten einen blauen Rubin, cool. Okay. Wo geht's hier weiter? Ich schätze mal hier unten. Ist das ein sicherer Jump? Ach, ich gehe mal davon aus. Wenn nicht, was soll's. Hey, cool, Kisten. Herzen! Ja, noch ein Herz. Und noch ein Herz. Oh, Verarschung. Okay. Wir begeben uns direkt zu Zelda. Zelda. Und verfehlen nochmal diesen Vogel. Haha, daneben. Denn wir wollen ja Midna retten. Herzen, Herz. Yeah. Oh. Nicht gut. Oh. Hey, du bist ja da. Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Shorty liegt. Dir geht's gerade schlimmer als mir. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Shorty von seinem Fluch erlösen. Hilf lieber ihr, ich komm da schon zurecht. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt der Magie eine Kraft inne, die eben dies verhindert. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Klingt nach Orden Village, nach Wald Firone. Dort findet ihr das Masterschwert. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Shorty. Von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Triforce! Ist es nicht wunderbar, Shorty? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Midna! Ich kann keine Midna-Jumps mehr machen ohne dich. Ich brauch dich. Und ihr Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verrate diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Schattenspiegel? Weißt du, Midna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei bist du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich, Midna, nimm dieses Geschenk an. Shiny. Nein! Okay, so schnell kann keine Sau lesen. Das war mies. Wow, Zelda. Wo ist Zelda?
Naja, Hauptsache Midna geht's gut, denke ich mal. Wir müssen zurück, Shorty, zurück in den Wald von Firon. Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Verantwortung. Das heißt, wir können noch wieder warpen, was wir auch gleich nutzen werden, um zurück in den Wald von Firon zu kommen. Wow. Noch mehr Twilight, nicht schön. Wieso bloß? Ich denke mal, weil das Zelda weg ist. Ja, uns wird zwar der Weg gezeigt, aber wir werden ihn nicht gehen. Wir werden das alles etwas bequemer angehen. Nicht so. Alles etwas bequemer angehen. Warpen. Warpen. Und ja, Leute, ab sofort können wir uns aufmachen, auch die Geisterseelen zu sammeln, die es überall gibt. Aber ich werde jetzt noch nicht damit beginnen. Ich werde erst damit beginnen, wenn ich das Masterschwert habe. Denn dann kann ich mich jederzeit von Wolf zu Mensch verwandeln. Und genau dann werde ich einmal, ich werde alles heute recorden, aber ich werde einmal eine Pause machen und offscreen alle Seelen und alle Herzteile einsammeln, damit ich nicht so wirrlos wie im Wassertempel herumrenne. Ich find's lustig, dass Midna jedes Mal nach oben springt. Naja, wenigstens geht's jetzt Midna gut. Wir können uns wieder auf schöne Attacken hier freuen, auf einen. Oh, okay. Ich weiß, was gerade auf uns warten wird, und es ist einer der Teile. Nein, ich wollte jetzt nicht heulen. Es ist einer der Teile, die ich eigentlich nicht wirklich so leiden kann in diesem Spiel. Das, was jetzt auf uns warten wird, weil ich habe vergessen, mir anzuschauen, wie ich das lösen muss. Das Rätsel, was auf uns kommen wird dort. Aber ich denke mal, ich werde es beschleunigen, falls es. Also, es wird jetzt eh nicht mehr in diesem Video vorkommen. Nein, unten geht immer noch anders. Ja, genau. Perfekt. Wer es nicht gesehen hat, das ist eine Abkürzung durch die gesamte Höhle. Das heißt, ich muss nicht die ganze Höhle abbrennen. Das habe ich auch schon in einer meiner früheren Parts gemacht. Aber was wieder dieses Rätsel betrifft, wie gesagt, okay, wir haben eine der Geisterseelen jetzt auf uns kommend, direkt hier in der Mitte. Und das kann ich mich auch noch erinnern, aber es ist nicht Nacht. Deswegen schätze ich, wird es nicht passieren, dass ich eine finde. Ah, oh ja, ich sehe sie schon. Und wir erhalten eine weitere Geisterseele. Geisterseele. Okay. Ah, damit hätten wir schon 2 von 60. Naja. Was man so am Weg alles findet. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und weiter geht's. Midna-Jumps. Lalalalala. Lalalala. Yay, wir haben es geschafft. Gut, das heißt, wir sind jetzt wieder dort angelangt, wo wir letztens den ersten Tempel, den Waldtempel, vor uns, also hinter uns hatten. Vor uns, hinter uns, wie auch immer.
wo die Brücke lag. Und wo die Affen waren, genau. Affe. Oh nein, nicht ihr. Nicht jetzt schon. Lasst mir wenigstens noch eine Zeit, in das Video abzukatten. Wieso muss ich jetzt schon gegen euch kämpfen? Okay, sie sind leicht zu besiegen, aber sie können richtig nerven. Ihr werdet das auch später sehen. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, das Innere des Waldes zu... Als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was wird wohl in diesem Wald sein? Ja, das werden wir im nächsten Part erfahren. Also Leute, freut euch. Bis zum nächsten Mal.